Herzlich willkommen zu meinem neuen Video, ihr Lieben. Heute mache ich mit euch Express-Ingwer-Tee und zwar in einer intensiven Mo-Variante. Denn oft, wenn man in Restaurants geht, kriegt man einfach nur heißes Wasser mit großen Ingwer-Scheiben drin. Und das ist für mich als Thailänderin nicht intensiv und würzig genug. Und wie das geht, zeige ich euch. Dann nehme ich ein großes Stück Ingwer, da suche ich mir immer eine feste, pralle Ingwer aus, schneide ein Stück ab, ungefähr so groß wie mein Daumen etwa. Guck, da versuche ich euch zu zeigen, wie groß das wirklich ist, aber das reicht wirklich locker aus für zwei Tassen. Dann wird erstmal die Schale entfernt und wenn ihr eine Bio-Ingwer gefunden habt oder es mit Schale mögt, könnt ihr auch die Schale dran lassen, gell? Da haben wir die nackte Ingwer. Dann schneide ich das in Scheiben, nochmal in lange Stifte und dann nochmal in so kleine viereckige Stückchen, denn diese kleinen viereckigen Stückchen, die liebe ich im Ingwertee. Die gebe ich nämlich gleich in meine Knoblauchpresse. Mit der Knoblauchpresse bekomme ich nämlich auch den Ingwersaft an sich rausgepresst und die Stückchen werden dadurch so klein quasi gedrückt, dass auch ihre ätherischen Öle, also die Quintessenz des Ingwers, perfekt zur Geltung kommt und man dadurch auf jeden Fall noch mehr von der Ingwer rausgeholt hat, als wenn sie einfach nur als große Scheiben im Wasser rumschwimmen. Guckt, da seht ihr das Ingwerwasser. So lecker ist das. Und dann gebe ich heißes Wasser dazu. Und wichtig hierbei ist, Leute, wenn ich das heiße Wasser dazu gegeben habe, lasse ich den Tee erstmal 5 Minuten in Ruhe, dass das Wasser sich für 5 Minuten beruhigen kann, sich abkühlen kann. Denn in der traditionellen thailändischen Medizin sagt man, Honig sollte man niemals in heißes kochendes Wasser geben. Das wäre toxisch für den Körper. Und ich weiß nicht, wie genau ihr das nehmt, aber ich warte meistens erst 5 Minuten ab und dann gebe ich meinen Honig hinzu. Dann kommt hier natürlich noch ein Schuss Zitrone und das ist eben auch der Vorteil, wenn das Wasser nicht mehr ganz so heiß ist, da bleibt die Vitamin C von der Zitrone viel besser erhalten und der Geschmack kommt auch richtig toll zur Geltung. Ingwer, Honig, Zitrone und da natürlich noch als kleine süße Deko. Ihr wisst Bescheid, Mund schmeckt, Augen schmeckt. Und ich liebe es zum Ingwertee, okay, zu allen möglichen Tees, meine Chia-Mandelmilch-Pudding zu essen. Das ist so lecker, super gesund und so lecker. Habe ich das schon gesagt? Wie man diese Chia-Mandelmilch-Pudding machen kann, das füge ich euch auch gleich hier als Link rein, dann könnt ihr euch das angucken, gell? Vielen Dank, dass ihr bis hierher geschaut habt und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Bye, bye!